Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es freut mich sehr, Sie heute in der Expertenrunde Präsentationstechnik begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Ellen Riesterer, ich bin Ingenieurin und Designerin und Leiterin dieses Online-Kongresses. Hier erfahren Sie, was großartige Präsentationen ausmacht und worauf Sie achten sollten. Ein ganz wesentlicher Faktor für gute Vorträge sind Sie als Redner. Und Sie wirken nicht nur mit dem, was Sie sagen, sondern auch auf nonverbale Weise, zum Beispiel durch die Körpersprache. Wie genau das funktioniert und was zu beachten ist, darüber spreche ich heute mit Etienne Dubach. Hallo, Herr Dubach. Guten Tag, Frau Riester. Guten Tag. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und mit mir sprechen. Herr Dubach, Ihr Motto ist ja erfolgreich wirken ohne Worte. Sie sind Autor, Trainer und Körpersprache-Experte. Und es wäre toll, wenn Sie zum Einstieg noch mal ein paar Worte zu Ihrer Person und zu Ihrem beruflichen Hintergrund sagen. Gerne. Wie gesagt, ich arbeite vor allem mit Menschen oder vor Menschen mit dem Hauptthema nonverbale Kommunikation. Und es ist immer spannend, mit Menschen einen Weg zu gehen und zu merken, wie sie auf einmal ihre eigene Wirkung steigern können. Das war ursprünglich nicht meine Berufung, sondern ursprünglich war ich eher im gastronomischen Bereich tätig, habe mich dann weitergebildet im Thema Empathie und Rapport aufbauen, Connection, Verbindung aufbauen mit Menschen und mich dann angefangen zu spezialisieren zum Thema Körpersprache. Wunderbar, das ist ja genau unser Thema heute. Wie sieht Ihre Arbeit als Körpersprachetrainer denn aus? Ja, am Anfang steht immer die Beobachtung. Immer beobachten und dann reflektieren, überlegen, was hat das mit mir zu tun, wie verhalte ich mich. Das war so der Anfang auch meiner Karriere. Und dann geht es darum, Muster zu erkennen, zu merken, was wirkt auf andere, wenn ich zwei Menschen beobachte, was wirkt zwischen diesen Menschen und was an der nonverbalen Kommunikation beeinflusst diese Menschen gegenseitig. Und dann geht es für mich als Trainer immer darum, wie kann ich das dann speziell für meine Teilnehmer aufbereiten oder so ganz leicht verständlich machen, damit in einem ein- oder zwei-Tage-Seminar beispielsweise die Teilnehmer ganz, ganz viel für sich mitnehmen können. Wunderbar. Jetzt haben Sie sich ja sehr viel mit Körpersprache beschäftigt. Was macht denn jemanden, also einen Körpersprache-Experte oder Profi, aus gegenüber jemandem, der sich noch nie wirklich mit Körpersprache beschäftigt hat? Ja, die Frage höre ich natürlich öfters. Ich habe den Eindruck, dass es vor allem da einen Unterschied gibt in der Wahrnehmung, der Selbstwahrnehmung, dass die Wahrnehmungsfähigkeit ein bisschen gesteigert ist. Jetzt, wir Männer sind grundsätzlich, wenn es um Körpersprache geht, um nonverbale Cues, sind wir ein bisschen schwerer von Begriff, kann ich dazu sagen. Das liegt bei den Damen, ist es viel einfacher, weil sie haben eine breitere Wahrnehmung. Und ich habe mir das damals quasi beigebracht und meine Wahrnehmung gesteigert. Und ich denke, in der täglichen Arbeit mit nonverbale Kommunikation, mit dem Fokus auf Körpersprache und meine Wirkung auf andere oder die Wirkung anderer auf mich, durch das habe ich natürlich ganz feine Nuancen entwickelt und kann vielleicht schneller wahrnehmen als andere, wenn jemand etwas denkt, aber was anderes sagt. Oder wenn es darum geht, was kann ich tun, um jemand anderen zu überzeugen und damit ich auch weiß, wie kann ich die Person auf der nonverbalen Ebene überzeugen. Da bin ich vielleicht ein bisschen trainierter, ein bisschen weiter, obwohl ja, in der Kommunikation, da ist niemand am oberen Limit. Man kann immer wieder zulernen. Wahrscheinlich wie bei ganz vielen Sachen. Okay, also Körpersprache ist das, was der Körper ausdrückt und sagt. Wie genau funktioniert das denn? Also wie kommuniziert der Körper und wie weiß der Gegenüber denn überhaupt, was mein Körper jetzt sagt? Ja, also ich würde sagen, Körpersprache ist ein Ausdruck. Ich würde den ganzen Begriff ein bisschen erweitern, indem ich sagen würde, nonverbale Kommunikation. Mhm. Viele denken erst einmal an Körpersprache, das ist so der Begriff, den alle kennen. Ja? Und es ging aber jetzt auch eher darum zu sagen, was alles da dazugehört. Also Körpersprache ist lediglich das Sichtbare, was ich sehen kann mit meinen Augen. Und nonverbale Kommunikation macht den Rahmen so ein bisschen auf. Und wenn es um das geht, um diese Körpersprache, um diese nonverbale Kommunikation, da ist der Mensch, der das wahrnimmt, wenn wir jemanden beobachten, dass wir als erstes immer sehr schnell deuten. Also wir sind Menschen, die sehr schnell deuten und meistens unbewusst. Und seit der Geburt sind wir das natürlich konditioniert. Also wir haben das gelernt, übernommen, sozial übernommen von unseren Eltern, von unserem Umfeld,
ja, was bedeutet das, wenn jemand so da steht, ja, mit dem Kopf ein bisschen nach unten, ja, die Augenbrauen so ein bisschen gesenkt und wenn er so ein bisschen wegschaut, was bedeutet das? Und wir geben dem eine Bedeutung und wir lernen das mit der Zeit. Und je öfter und je länger wir das tun, je älter wir werden, desto unbewusster wird auch der Prozess. Gut, also seit Geburt quasi und es ist eine Erfahrungssache, könnte man es erstmal sagen. Und dann, ich schalte mal ganz kurz auf eine kurze Präsentationsseite. Gerne. Was hier denn alles dazugehört, sehen Sie hier auf diesem Flipchart oder auf dieser Präsentation. Also da gehört ganz vieles dazu, es ist die Mimik, also nur das hier im Gesicht, dann die Gestik, was mache ich mit meinen Händen, beziehungsweise ja, manchmal auch so ein bisschen mit dem Körper oder die Haltung, wie stehe ich da, stehe ich so ein bisschen überstolz da oder eher gebückt, schaue ich eher nach oben. Distanz, ja, wie weit bin ich weg von einer Person, ja, bin ich zu nah vielleicht für den Bildschirm oder bin ich, habe ich eine gute Distanz oder auch die Stimme. Also Stimme beispielsweise, ist sie eher farbig, ist sie beweglich oder das Timing und die Kleidung. Jetzt, das, was ich sage, ist der Inhalt. Bei schwierigen Präsentationen geht es immer darum, viel Inhalt zu vermitteln. Oder? Absolut. Genau. Und jetzt kommt die Frage, wie kann ich diesen Inhalt so transportieren, dass es beim anderen ankommt? Also beispielsweise mit der Tonalität wichtige Dinge anders betonen. Bisschen leiser werden vielleicht. Oder farbig sprechen. Oder beispielsweise mit der Kleidung, wie ist mein Auftreten, ist ebenfalls eine nonverbale Ausdrucksweise. Ja, komme ich mit einem Hemd oder mit einem zerrissenen T-Shirt? Oder vielleicht eben auch der Umgang mit der Zeit. Bin ich pünktlich, jeweils immer beim Chef? Oder bin ich immer notorisch 5 Minuten zu spät? Und das sind alles Einflüsse, die aus der nonverbalen Kommunikation kommen und denen geben wir eine Bedeutung. Und mit denen kann man eben auch spielen. Das ist eine Form von Kommunikation, wie das, was wir sagen, aber jetzt nicht, was wir sagen, sondern eben, wie wir es sagen. Die Form, wie wir den Inhalt präsentieren. Okay, sehr spannend. Das ist ja auch genau unser Thema, dieses Präsentieren, also Vorträge zu halten. Wenn ich jetzt an einen Vortrag denke, was da bei mir rüberkommt, dann denke ich an das, was der Referent sagt, vielleicht noch das, was auf der Folie hinter ihm da abgebildet ist. Welche Rolle spielt denn die Körpersprache überhaupt in Präsentationen? Ja. Stellen Sie sich vielleicht ein kleines Bild vor. Wenn Sie jetzt in ein Restaurant gehen und Sie haben gehört, es ist ein wunderbares Restaurant und wunderbares Essen, ja, 1A, und dann kommen Sie rein und Sie bestellen etwas von einer schönen Karte und dann kommt der Teller und Sie haben so den Eindruck, der Koch hat dieses Essen einfach so irgendwie lustlos auf den Teller geschmissen. Ja, nicht schön dekoriert, einfach so platsch auf dem Teller geschmissen. Dann haben Sie so einen ersten Eindruck, wie das schmecken könnte. Dann sind Sie vielleicht überrascht, negativ überrascht. Jetzt kann es natürlich sein, dass wenn Sie das dann probieren, dass dieses Gericht phänomenal gut schmeckt. Vielleicht das Beste, was Sie jemals gegessen haben. Ein Geschmacksvolumen, unglaublich. So viele verschiedene Aromen, die auf Sie eintreffen und Sie das genießen könnten. Aber eben nur könnten, weil die Form, wie es präsentiert wurde, kam nicht so schön rüber, wie es eigentlich sein sollte. Also der Inhalt, das Essen, kann so gut sein und so perfekt präsentiert sein oder so gut aufbereitet sein, wie Sie das möchten. Aber wenn die nonverbale Form nicht dazu passt, also wenn Sie es nicht schön dekorieren, wenn die Präsentation nicht stimmt von diesem Wissen, dann kommt es ganz anders rüber. Und das ist so vielleicht so ein kleines Bild, was Ihnen hilft zu merken, wie wichtig die Präsentation, also die nonverbale Kommunikation ist. Wir überzeugen Menschen vor allem mit dem, wie wir uns nonverbal verhalten. Mhm. Und nicht mit dem, was wir sagen. Okay. Vielleicht hier ein kurzes Bild dazu. Also Sie merken hier, wenn jetzt nur 10%, also die obere Hälfte des Eisbergs, der Inhalt ist, die Präsentation selber. Und das untere Teil des Eisbergs, circa 90%, ist das Nonverbal, das wie wir es sagen, dann merken Sie vielleicht mit dieser Veranschaulichung, wie wichtig es ist, wie Sie es tun können, wie Sie es schaffen können, mit nonverbaler Kommunikation unterstützt, einen Inhalt gut rüberzubringen.
Also die Worte, die sie sagen, das ist das, was sie meinen, aber die Körpersprache kommt, das bedeutet immer, wie sie es meinen. Mhm. Da ist es ganz wichtig, den körpersprachlichen Aspekt, den nonverbalen Aspekt auch so ein bisschen ja, unter die Arme zu greifen. Okay, jetzt haben wir ja tatsächlich alle einen Körper, sind mehr oder weniger damit geboren. Das heißt, wir sprechen ja auch alle in irgendeiner Form mit unserem Körper. Ja. Inwieweit können wir diesen Ausdruck denn tatsächlich beeinflussen? Also kann man Körpersprache lernen? Natürlich. Und viele denken sich auch, das ist ein bisschen schwierig oder ich kann das nicht. Jetzt meine Wahrnehmung ist, dass die Körpersprache ist so wirklich die universelle Sprache oder die Weltsprache, die eigentlich jeder so ein Stück weit versteht. Aber trotzdem hat diese Weltsprache immer noch so ein Nischendasein. Also viele wissen, Körpersprache ist wichtig. Ich muss mich mehr damit befassen. Ich muss da ein bisschen dazu lernen. Aber ich merke ebenfalls, dass die wenigsten sich auch tatsächlich auf das konzentrieren oder sich weiterbilden. Man hat so ein bisschen die Idee, so eine Ahnung, was das sein kann. Ja, eben das heißt, ich bin abgeneigt. Wenn sich jemand vorlehnt und lächelt, dann ist er interessiert. Das sind Dinge, die sehr offensichtlich sind. Und es gibt aber noch viel mehr Nuancen, die sich die wenigsten Menschen bewusst sind, wo eben auch einen großen Unterschied macht. Und das ist lernbar. Natürlich, wie jede Sprache auch, ist die Körpersprache oder die nonverbale Kommunikation etwas, was man erst erlernt. Also wenn ich eine Sprache gelernt habe, am Anfang kann ich sie nicht fließend sprechen. Da muss man sich erst so ein bisschen hineinleben, ein paar Übungen machen. Jetzt in meinem Fall, wenn ich zurückdenke, vor ungefähr 15 Jahren, ich war damals im Auto gesessen, ja, und habe dann etwas, was ich Ihnen später noch erzählen werde oder den Teilnehmern mitteilen werde, war ich ja im Auto und habe das geübt, währenddem ich Auto gefahren bin. Und das war eine wunderbare Übung. Ich hatte Zeit im Stau und durch diese Übung kam das dann auch in Gänge und wurde dann zu einer für mich mehr oder weniger normalen Handhabung, eine neue normale Verhaltensweise. Das ist ja sehr spannend. Das bedeutet, wenn man Körpersprache lernt, lernt man auch Verhaltensmuster, sage ich jetzt mal. Wie viel hat das dann noch mit Authentizität zu tun, wenn man tatsächlich Verhaltensmuster lernt, die einem am Anfang vielleicht einfach komisch und ungewohnt vorkommen? Wenn ich vielleicht das Beispiel von vorher nochmal aufgreife mit der Sprache. Wenn Sie eine neue Sprache lernen, ist es am Anfang, es fühlt sich das ja an, als ob Sie in allem schlecht sind. Also nehmen wir mal an, Sie möchten Englisch sprechen. Ich kann mich nur zu gut an meine Zeit erinnern. Englisch sprechen in England, in Birmingham habe ich mich da versucht durchzukämpfen und ich kam mir am Anfang sehr, sehr komisch vor. Und die ganze Sprache Englisch hat sich wahrscheinlich für einen Englischsprechenden sehr gestelzt angehört. Mhm. Nicht sehr authentisch, nicht wie ein Engländer. Und trotzdem konnte ich mich mitteilen. Und das hat natürlich mit der Übung, je mehr ich Englisch gesprochen habe, wurde es dann auch immer einfacher. Und das ist genauso auch bei der Körpersprache. Am Anfang fühlt sich etwas komisch an und das hat natürlich die Reaktion, dass man am Anfang ein bisschen schlechter wird in der Wirkung, aber auf der langen Linie, also wenn es um einen Marathon geht, auf der langen Linie werden sie dann sich viel, viel verbessern. Ich hatte viele Teilnehmer, die dann gemerkt haben nach meinem Seminar, wurde ich besser geratet mit meinem Selbstvertrauen auf der Bühne und jetzt ist es ein bisschen runtergegangen. Die Leute trauen mir nicht mehr so viel zu. Sie haben das Gefühl, ich habe nicht so viel Selbstvertrauen, nicht so viel Charisma. Und dann habe ich ihnen erklärt, ja klar, am Anfang, wenn wir etwas Neues lernen, werden wir erstmal ein bisschen schlechter. Wir müssen ein bisschen schlechter werden, wie beim Tennisspielen, wenn Sie eine neue Technik lernen möchten, müssen Sie am Anfang ein bisschen loslassen von der gewohnten Technik, um etwas Neues zu lernen. Und dann haben Sie auf einmal nicht nur eine Vorderhand, sondern auch eine Rückhand. Und dann können Sie auf ein neues Level kommen, ein neues Kommunikationslevel, wenn es wieder um die Körpersprache geht. Also Authentizität geht am Anfang vielleicht ein bisschen verloren, aber es geht immer wieder um die Übung. Machen Sie das eine Woche, ein Thema, eine Woche üben und dann auf einmal fühlt es sich bereits schon an wie ein Teil von Ihnen und dann läuft es automatisch. Das klingt auf jeden Fall, als wäre das keine Kleinigkeit. Wenn wir jetzt nochmal zurück zum Thema Präsentation kehren.
Wenn ich eine Präsentation halte, dann gibt es ja 1 Million Dinge, an die man denken muss. An den Text, an die Folien, wo Folien weiterklicken, Zuschauer anschauen. Wie schafft man es denn auch noch, an diese Körpersprache zu denken? Ja, da gibt es natürlich, ich schalte hier mal wieder das Video zurück. Je mehr Präsentationen Sie halten, desto einfacher wird es. Also desto mehr Kapazität werden Sie dann wieder zur Verfügung haben. Ich weiß, dass jeder Techniker, jeder Präsentator bereits ganz viel Wissen in seinem Kopf hat für die Präsentation, für den Inhalt. Mhm. Und jetzt geht es natürlich darum, wenn es um nonverbale Kommunikation geht, dieses ganze Spektrum ein bisschen zu erweitern. Also nicht nur sich auf den Inhalt zu fokussieren, sondern zusätzlich, wie möchte ich es denn präsentieren? Und das kann natürlich dann ja, ein bisschen eine Erweiterung sein. Wenn wir den Computer als Referenz nehmen, als Beispiel, die RAM-Kapazität quasi so ein bisschen erweitern, vergrößern, das wird klappen und deswegen schlage ich auch immer vor, sich eben nur auf eine Sache oder auf zwei Sachen neu zu konzentrieren, damit das nicht übertrieben wird und damit man nicht zu nervös wird oder sich denkt, oh, ich habe eine falsche Körpersprache, weil es gibt keine falsche Körpersprache. Jeder hat die richtige Körpersprache, die zu ihm passt. Und jetzt geht es nur darum, möchte ich sie erweitern? Möchte ich vielleicht meine Wirkung steigern, um nur noch mehr charismatisch zu wirken, noch spannendere Präsentationen zu haben? Das ist dann die Entscheidung, die jeder für sich selber treffen muss. Unser Umfeld, in dem wir präsentieren, verändert sich ja aktuell durch äußere Einflüsse vorwiegend. Ich rede hier ganz konkret vom digitalen Präsentieren, also von dem, was wir ja eigentlich auch gerade schon machen. Ja. Körpersprache lebt ja dann von dem Körper. Jetzt sehe ich aber in so einer Kamera ja nur einen sehr begrenzten Ausschnitt. Wie gehe ich denn beim digitalen Präsentieren mit Körpersprache um? Das ist immer noch etwas Neues und vielen fühlt es sich ein bisschen komisch an. Und ich kann Ihnen natürlich jetzt nur meinen Einblick geben aus der nonverbalen körpersprachlichen Sicht, wie jetzt eine PowerPoint-Präsentation aufgebaut sein muss, wie lange eine Präsentation online sein sollte, das sind Themen, die übergebe ich gerne den anderen Experten jetzt in diesem tollen Kongress. Wenn es um den nonverbalen Aspekt geht, habe ich so den Eindruck, dass es einmal darum geht, dass man eben nicht nur das Gesicht sieht, weil mit der Gestik können Sie immer noch mehr mitteilen. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einem Raum, in einem Seminarraum und Sie haben da den Seminarleiter, die Seminarleiterin vor Ihnen stehen, es hat Empathie, es ist eine Energie im Raum, Sie sind wirklich im Thema, Sie haben keine Ablenkung, Sie haben nichts anderes, Telefon lassen Sie stecken, weil Sie einfach Sie möchten sich nicht ablenken lassen, weil Sie sitzen ja jetzt in einem Seminar. Und wenn es jetzt um ein Webinar geht, haben wir so viel Ablenkung, es ist oftmals bei uns zu Hause oder am Arbeitsplatz, wo wir an einem Webinar teilnehmen. Und dann ist die Ablenkung sehr, sehr nah. Daher aus der nonverbalen Ebene schlage ich immer vor, eine viel, viel größere Show zu bieten. Also was bedeutet Show? Viel mehr Variablen. Manchmal ein bisschen flüstern, manchmal ein bisschen ja, näher kommen, viel Bewegung haben, einen Joke, einen Witz machen, Abwechslung, Spiele, alles, das quasi das, die alle Register ziehen, damit es für den Teilnehmer einen Grund gibt, bei dieser Präsentation, bei diesem Webinar zu bleiben. Also nicht nur eine Präsentation mit ganz vielen Bildern oder eine Präsentation mit ganz wenigen Slides, das hilft natürlich auch, sondern Sie als Präsentator, Präsentatorin müssen viel mehr überzeugen, damit die Aufmerksamkeit beim anderen bleibt, bei Ihnen bleibt. Und ja, also das heißt eben natürlich nicht zu viel Ablenkung im Bild oder ein schöner Hintergrund, beziehungsweise viel Gestik, viel Bewegung und ja, Farbigkeit, Abwechslung. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Und das liegt aber dann auch natürlich auch in den normalen Präsentationen. Also wenn Sie möchten, ich habe ein paar
Themen vorbereitet oder drei Themen vorbereitet, die ich natürlich den Teilnehmern sehr, sehr gern mitgeben möchte, die dann auch für Webcams beziehungsweise eben auch für Live-Präsentationen sehr, sehr gut passend sind. Wunderbar, sehr gerne. Gut. Es sind nämlich lediglich drei ganz, ganz wichtige Themen. Ich denke jetzt heute für die Teilnehmer von diesem Kongress, in der heutigen Präsentation, sind es drei Themen, die ich denke, sind ganz, ganz spannend. Mhm. Das einerseits Pausen und gefrorene Gestik. Über all die Jahre, sagen wir mal 10 Jahre, 15 Jahre beinahe, die ich mich schon mit Präsentationen auseinandersetze, habe ich gemerkt, dass vom Wichtigsten sind die Pausen und die gefrorene Geste. Was bedeutet das? Pausen heißt nicht ohne Ende, ohne Punkt und Komma zu sprechen. Es hilft den Teilnehmern, immer eine Pause zu machen, weil dann kann in der Zeit das einsinken, was sie gesagt haben als Präsentator. Mhm. Und da kommt die gefrorene Handgeste rein. Das ist etwas, was ich schon in den ganzen letzten 20 Minuten mehr oder weniger konsequent umgesetzt habe. Und ich weiß, dass Sie das auch bereits nutzen. Okay. Und zwar geht es immer darum, dass wenn ich eine Pause mache, dass ich meine Geste nicht fallen lasse. Aha. Fallen lassen bedeutet, wenn ich jetzt beispielsweise spreche, dass ich eine Gestik mache, aber ich lasse meine Hände fallen. Also ich habe die Gestik wunderbar, aber wenn ich eine Pause mache, lasse ich die Hände fallen. Das signalisiert dem Zuhörer oder Zuschauer, dass sie fertig sind mit Sprechen. Wir lassen nonverbal quasi, machen wir den Mund zu. Mhm. Also mein Vorschlag ist in einer Präsentation, wenn Sie eine Präsentation machen, dass Sie immer quasi, wenn Sie eine Pause machen oder ein Komma machen, dass Sie dann eine gefrorene Handgeste nutzen. Und das ist, jetzt fällt es ganz vielen wahrscheinlich auf, ganz vielen Zuschauern, dass ich das konsequent umsetze. Das hat vorhin niemand bemerkt, weil man sich nicht darauf achtet. Aber es ist einer der Kniffe, die Sie beispielsweise schon auf MTV bei vielen Musiksendern sehen, bei Musikclips oder bei großen Präsentationen. Nehmen wir mal Barack Obama beispielsweise, der das sehr gut gekonnt hat, und ganz viele andere große Sprecher, die die Gestik immer einfrieren, wenn sie eine Pause machen. Das hilft den Teilnehmern, aufmerksam zu bleiben, wach zu bleiben. Und es bleibt spannend, weil die Teilnehmer merken, es ist noch nicht fertig. Ich denke, das ist schon mal ein ganz, ganz guter Hinweis für viele weitere Präsentationen von den Teilnehmern von Gores. Dann Tipp Nummer 2 wäre beispielsweise Augen der Zuschauer führen. Wenn ich merke, dass, oder wenn ich in einer Präsentation sitze und merke, wie der Präsentator sich quasi darauf konzentriert, im Augenkontakt immer zu bleiben, finde ich das manchmal ein bisschen schade. Weil als Präsentator möchten Sie manchmal eine Verbindung aufbauen mit den Zuschauern, dann ist eine Kommunikation quasi Auge in Auge sinnvoll. Da ist es gut. Aber es gibt manchmal einen Moment, wo Sie die Aufmerksamkeit ganz bewusst auf die Präsentation lenken möchten, um vielleicht gewisse Zahlen zu klären. Und dann schauen aber viele weiterhin immer noch ins Publikum. Und ich merke, es ist viel spannender fürs Publikum, wenn Sie als Präsentator die Augen führen. Was meine ich damit? Also nehmen wir mal an, ich begrüße Sie jetzt gerade für den Kongress und ich freue mich, Sie heute hier zu haben. Und ich möchte Ihnen nun etwas vorstellen. Das ist etwas, was wir nachher auch den Zuschauern als kleines Geschenk mitgeben möchten. Ich möchte nämlich kurz mein Buch vorstellen. Und dann schaue ich weg und schaue auf das Buch. Und jetzt ist die Frage, wo schauen Sie jetzt gerade hin? Auf das Buch. Genau, ich schaue dahin, ich gestikuliere dahin und es bleibt den Zuschauern fast nichts anderes übrig, als auf dieses Buch zu schauen. Ja, das stimmt. Und wenn ich dann wieder die Aufmerksamkeit auf mich gerichtet haben möchte, dann sage ich, wir lassen dieses Buch mal beiseite. Es freut mich, dass Sie da kurz aufgepasst haben. Jetzt können wir zum nächsten Punkt gehen. Mhm. Also die Augen der Zuschauer zu führen, ist spannend für die Zuschauer und es gibt Abwechslung. Und
wenn Sie das mal ein- oder zweimal ausprobieren, Sie werden überrascht sein, wie gut das funktioniert. Solange Sie einfach konsequent auf diesen Punkt schauen. Manchmal schauen die Leute dann wieder zurück ins Publikum. Ja, schauen Sie hier auf diesen Punkt, schauen Sie. Dann klappt das nicht mehr so ganz charismatisch. Okay. Ja, und der letzte Tipp, da habe ich vorhin bereits ein, zwei Dinge angesprochen, ist ja, laut, leise und zügig langsam betont. Was meine ich damit? Das bedeutet, dass man bei einer Präsentation nonverbal viel charismatischer wird, wenn sie ein bisschen abwechseln. Manchmal ein bisschen lauter sprechen, laut betonen und dann nach einer Pause anfangen zu flüstern. Wenn die Menschen anfangen zu flüstern, hören die Zuhörer automatisch viel mehr zu. Sie müssen die Ohren spitzen. Und das führt dazu, dass die Menschen viel mehr aufpassen. Mhm. Wenn jemand immer die gleiche Lautstärke hat, dann wird es mit der Zeit langweilig. Mhm. So ein bisschen lauter und dann wieder leiser. Da kreiert sich eine gewisse Wirkung, eine spannende Wirkung. Oder auch, das ist zügig langsam. Es ist okay, manchmal ganz, ganz schnell durch ein Thema zu rasseln. Ja, hier sehen wir die Zahlen von der letzten Woche. Wir haben uns ein bisschen verbessert. Und jetzt möchten wir wieder rausschauen, auf die, in die Zukunft schauen. Ich möchte mit euch Ihnen mitteilen, nächstes Jahr werden wir es schaffen, 5% höheren Umsatz zu machen. Also von schnell zu langsam, von langsam zu schnell. Da kreiert sich quasi die Magie. Ja, sehr eindrucksvoll. Auch ich habe, also man versteht jetzt bei jedem Punkt genau, was man was gesagt haben, weil sie es ja auch sehr eindrücklich vorgemacht haben. Wunderbar, okay. Vielen Dank. Dankeschön. Super, dann hätte ich noch eine Frage zum Abschluss. Wie ja. wichtig ist und bleibt nonverbale Kommunikation? Diese Frage habe ich mir in den letzten paar Monaten auch oft gestellt. Mhm. Wenn ich jetzt die Verhaltensweisen der Menschen beobachte, dann nehme ich wahr, es ist mehr zentrierter auf den Screen, auf den Laptop, auf das Telefon. Dann habe ich den Eindruck, dass es wahrscheinlich steigert, also die Mimik oder Oberkörper wird sich, der Fokus darauf wird sich steigern. Mhm. Wir werden immer mehr digital uns unterhalten. Das heißt, die Stimme, wie wirke ich mit der Stimme, wird auch automatisch viel wichtiger sein. Die Körpersprache und nonverbale Kommunikation wird bestimmt nicht weniger wichtig. Also es war seit Jahrzehnten immer, auch im Google-Ranking, immer so 1-2% mehr an Wichtigkeit gewonnen, jedes Jahr. Also es ist ein steigendes Thema. Weiterhin das Bewusstsein zur Körpersprache, zur nonverbalen Kommunikation steigert sich. Und das heißt auch, dass viele Menschen sich immer mehr damit beschäftigen möchten. Jetzt ist nur die Frage, worauf achten wir? Worauf fokussieren wir uns? Und wenn es mehr Digitalisierung geht, mehr in die Zukunft gehen wird, dann wird es immer wichtiger, wie kann ich die richtige Wirkung mit meiner Stimme bewerkstelligen oder online eben mit meiner Gestik, mit meinem Verhalten vor der Kamera. Ja, das klingt sehr nachvollziehbar, zumal wir jetzt ja auch gerade hier digital unterwegs sind und die Zukunft auf jeden Fall sehr digital sein wird. Wunderbar. Okay, herzlichen Dank für dieses tolle Interview, Herr Dubach. Ich glaube, Sie haben unseren Zuschauern noch was mitgebracht. Genau. Sie werden also als Download zur Verfügung gestellt bekommen, dieses Buch, jetzt nicht in Papierform, sondern als Download, also die 6 goldenen Gesetze und die 6 Grundmuster der nonverbalen Kommunikation. Es liest sich sehr, sehr einfach. Es ist eine spannende Ergänzung. Es ist ein guter erster Schritt, auch für alle bereits erfahrenen Präsentatoren, um den Fokus darauf zu richten, wie kann sie ihre Wirkung steigern und wachsen lassen wie eine Blume. Wunderbar, sehr und spannend. Es ist auch eine Möglichkeit, ich habe auch eine weitere Idee gehabt für diesen Kongress. Mhm. Und zwar, ich offeriere allen, die gerne das möchten, einen 15 Minuten gratis Online-Präsentationscoaching. Das heißt, wir werden einen Termin vereinbaren mit mir. Sie können an diese E-Mail-Adresse mir eine E-Mail schicken. Und dann in der Folgewoche, ich habe hier das falsche Datum drin,
in der Folgewoche, also nach dem Kongress, haben Sie eine Woche Zeit und dann werden Sie die Möglichkeit haben, live mit mir ein bis zwei persönliche Themen herauszuarbeiten, die ich aus meiner Wahrnehmung in unserem Gespräch mit Ihnen besprechen werde. Vielleicht eine oder zwei kleine Übungssequenzen mit einbauen, dass Sie so in 15 schlanken Minuten Ihre Präsentationsfähigkeiten bereits haben steigen können. Mein kleines Geschenk an Sie. Großartig, das ist ein tolles Geschenk. Herzlichen Dank, Herr Dubach. Liebe Zuschauer, Sie finden die E-Mail-Adresse auch nochmal hier unten verlinkt, dann haben Sie nämlich den direkten Weg. Unter anderem auch die Website von Herrn Dubach und das LinkedIn-Profil auch noch, dann können Sie sich alle Informationen ganz in Ruhe anschauen. Apropos Informationen, was bieten Sie denn an, Herr Dubach? Danke, dass Sie nachfragen. Online-Präsentationscoaching ist momentan aus gegebenem Anlass sehr, sehr bekannt geworden oder vermehrt nachgefragt worden. Mhm. Also das ist etwas, was ich jetzt am Aufbauen oder immer weiter aufbauen bin, weil es ist wirklich die Nachfrage da. Was bedeutet, es geht immer darum, wie können sich die Präsentatoren besser darstellen. Und das läuft auch online wunderbar, gerade in den Zeiten jetzt. Und auf der anderen Seite nutze ich auch ganz, ganz viele oder biete ich auch ganz, ganz viele Firmenreferate an, Seminare, gerade zu Themen für Führung, Leadership, im Verkauf, in Verhandlungen, im Kundenkontakt. Also das sind ganz viele Seminare, schon Tages- oder Zweitagesseminare haben stattgefunden, gerade wirklich sehr konkret auf die Körpersprache, auf bestimmte Themen in der Körpersprache, in der normalen Kommunikation mit immer sehr guten Rückmeldungen. Wunderbar. Alle weiteren Informationen finden man sicher auf Ihrer Website. Ja, und dann? Ganz viele Blogs auch. Also es gibt über hunderte von Blogs, die Sie nutzen können, frei zur Verfügung gestellt, auch auf der Website, alles zum Thema nonverbale Kommunikation. Ausgezeichnet. Herzlichen Dank für dieses tolle Interview, für diese vielen Informationen und praktischen Tipps. Und dann sehr gerne. Dann vielen Dank nochmal und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.